So, da ist eine neue Folge jetzt endlich mal wieder. Nach dieser etwas langen Zeit, wo ich viel vorproduziert habe, jetzt auch endlich mal eine Folge, die am Folgetag kommt. Also, wenn ihr das Video seht, dann ist es wahrscheinlich einen Tag vorher aufgenommen worden. Etc. pp. Jo, und ich baue jetzt erstmal hier an dem Ich bin üblichen auch Sch wieder dabei. Ja, dich will ich nicht mehr vorstellen. Ich mag dich nicht mehr. So, was wollte ich genau? Holz am Steg weiterbauen. Ja, hast du Probleme damit? Habe die Hoffnung schon mittlerweile mit dir aufgegeben. Nein, das habe ich mit dir schon in der ersten Folge. Aber so genau will ich da jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich will ja, dass hier eine geschlossene Arbeitsatmosphäre entsteht. Ja, was heißt hier? Was heißt hier? Psst. Was soll denn das heißen? Warum läufst du eigentlich die ganze Zeit durch mein Haus und lässt die Türen offen? Du lässt immer noch die Türen offen. Ich bin doch immer derjenige, der eigentlich die Türen zumacht. Du bist der Einzige, der durch mein Haus durchgelaufen ist. Ich stehe die ganze Zeit am Crafting-Table. Echt, ich bin durch den Haus durchgelaufen, habe ich gar nicht gemerkt. Ich auch nicht. Zumal nicht, weil die Türen offen waren. Naja, wer hat denn dann die Tür aufgemacht? Ja, mein Pferd wahrscheinlich, ja. Hätte ja sein können. Ich will's nur anmerken. Mein Alpaka springt höher als mein Pferd. Ja, weil du dir immer irgendwelche komischen Pferde aussuchst. Nein, weil das einzige Pferd in der Nähe war. Ey, existiert hier wirklich kaum noch im Eiche? Ich will's nur noch einmal ansprechen. Ja, Ich war was nicht denn? derjenige, der sein Pferd also raufen lassen hat. Oh, drei Creeper, ich werd nicht mehr. Jetzt tut er wieder so, als wenn ich ihm was gesagt hätte. Ich tue auch gerne so, als wenn du nichts gesagt hättest. Warum Gottes bin Willen. ich denn eigentlich hier? Ich brauche dich als. Du bist ein kreatives. Begleitperson. Sag's einfach Lass so. mich ausreden. Du bist ein kreatives Begleitsubjekt dieses Let's Individuum. Plays oder Individuum. Schön, dass du dich so beschreibst. Ich hätte es jetzt anders ausgedrückt, aber okay. Natürlich hätte ich. Ich habe es doch gesagt. Mach Begleit. weiter jetzt, was du sagen Nein, nein, wolltest. nein, nein. Ja. Du bist ein kreatives Begleitsubjekt dieses Let's Plays. Und weiter möchte ich da auch nicht drauf eingehen. Nee, jetzt hol ich mir meinen Schmelzofen wieder. Nein, 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 Geh weg. das lässt du bleiben, das ist mein Schmelzofen. Ich, Quatsch. Du hast den Schmelzofen gefunden, aber eigentlich gehört er den Dorfbewohnern, hä? Ich möchte nur Ja, sagen, ja. woher hast du denn deinen Räucherofen? Den habe ich gestohlen. Naja, siehst du. Ja, also das ist mein Verdienst mit dem Stehlen. Das ist die Rache von der Folge davor. Ich will's noch erwähnen, bei dir gerade hinten am Berg ist ein Skelett runtergefallen. Und Ich sehe hier keins. ist ja auch da auf der anderen Seite runtergefallen. Aber ich sehe hier keins. Oh mein Gott, Alter. Es interessiert mich doch nicht, wo so ein scheiß Skelett ist, Mann. Oh. Soll dich töten. Nein, soll's nicht. Es soll Naja, lieb ich wäre sein. glücklich. Ich nicht. Ja, das ist mir egal. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich hier anfangen wollte zu. Erstmal der Weg hier. So. Der weiß nicht, was ich von ihm will. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Erzähl. Hau raus. Nee, egal. Hast du schon wieder mein Fenster eingeschlagen? Ich klopp dir irgendwann meine zwei Stacks Glas ins Gesicht. Ja, hast du es nicht gemerkt, dass ich dir dann eine Scheibe zerschlagen habe? Doch, aber ich hab's versucht, gekonnt versucht zu ignorieren. Funkverbindung. Ganz schlecht. Ja, ich will dir jetzt auch mal ein bisschen auf den Sack gehen. Das hast du in den letzten Folgen schon genug getan. Das ist ein weiterer Grund weiterzumachen. Nee. Na Sag doch, mal, finde ich schon. hackt's bei dir oder so? Nee, es pickaxed. Genug mit den schlechten Witzen oder wollen wir noch weitermachen? Was für schlechte Witze. Ich klopf so lange schlechte Witze, wie ich will. So, Na, spätestens wenn keine Zuschauer mehr da sind, klopfst du gar nichts mehr. Außer maximal deine Kontinentonne.
Bitte was? Reden Sie Deutsch und nicht Bayerisch. Zack, zack. So, ich sag dir, das wird wunderbar aussehen. Ich baue vielleicht, was du baust, mal 80% ja. Ich hätte eigentlich andersrum gedacht. So, fuck, wie komme ich jetzt? Oh, das wollte ich jetzt nicht sagen, den Ausdruck, aber wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ich könnte auch mal mit dem Wassereimer auf Lavasuche gehen und könnte uns ein Portal hier unten hinstellen, plus Sonderzusatz vom Verzauberungstisch, weil wir hätten die Sachen dafür. Ich weiß aber Wenn ich nicht mal, wo Lava du finde, werde bist. ich auch einen Diamant finden. Ich bin bei mir gerade im Haus. Ernsthaft, was ist hier runtergebohrt? Ich habe doch gesagt, ich baue mir unterirdischen Farmen. Uiuiui, dann schmückt die wenigstens ein bisschen aus. Na, deswegen baue ich hier jetzt einen großen Raum hin. Einen großen Ich werde die eh Hohlraum. automatisieren. Dann, ja, baue von mir aus ein Portal hin. Mein Gott, mach doch, was du willst. Ja, mache ich auch. Ja, Hauptsache, es sieht schön aus. Nein, Portal kommt erst ein bisschen später. Ich will erstmal die Farm machen. Oder Okay. vielleicht erstmal mein Haus beenden. Ja, eben. Guck mal, du hast doch noch nicht mal dein zweites Stockwerk angefangen. Könnten Sie mir vielleicht eigentlich meinen Eimer wiedergeben? Den würde ich jetzt brauchen. Ja, hol dir dann einmal ab bei mir. Ich habe sowieso noch zwei andere. Wozu brauchst du denn meinen? Ja, das habe ich mich auch Du gefragt. hast schon wieder meine Tür offen gelassen. Ja, stimmt. Diesmal kann ich mich sogar daran erinnern. Erinnern. Hm. Erinnern. Erinnern? Erinnern? Remember. Do Bist du denn auf deinem you remember? Feld oder wo bist du? Nee, ich bin hier hinten bei deiner Baumfarm und klau dir ein paar Bäume. Komm, hol dir dann einmal ab. Und dann ist gut. Dein bist du. Dieses Eichenholz hier, das gibt's aber langsam nicht mehr so vorrätig hier, ne? Ich habe auch aus irgendeinem Grund keine Setzlinge. So, dann nehme ich mal darin. Was willst denn du? Achso, Eimer. Kurzzeitgedächtnis ist sehr doll am Start. Zack. Ja, unwichtige Dinge, die merkt man sich halt nicht. Mathe. Mathe ist Mathe. Und Mathe ist auch gleichzeitig zum KOTZEVJPN. JPM. Habe ich so richtig buchstabiert? Soll das Kotzen heißen? Oder so formuliert. Also, wenn es aufs Kotzen kommt, frage ich mich nur, wie du aufs JPM am Ende kommst. Ich sollte aufhören. Ich sollte aufhören, Dinge zu buchstabieren, von denen ich keine Ahnung habe. Wisst ihr, Leute, der hat nie einen Durchblick, aber hat sogar schon eine Brille. Das sagt alles aus über mich, ne? Ja. Du bist doch so ein Otto. Man schaut nie auf die inneren Werte, du kranker Bastard. Na, wenn ich auf deine inneren Werte schauen könnte, würde ich mir Sorgen machen, was mit dem Rest von deiner Haut passiert ist. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Heute kommt die schlechte Witzefolge, Leute. Schlechte Witzefolge, Alter. Was für Wir machen noch eine schlechte Witze. Flachwitz-Challenge. Was für Flachwitz-Challenge, Alter. Ich drehe hier doch keine Challenge. Sch oh, ich falle hier mal runter. Spanisches. Was, Spanisch? Das kommt mir alles irgendwie ein bisschen spanisch vor. Jetzt kommen die Wortwitze. Aha, badum. Wo bleiben die Lebenabzüge? Hast du vielleicht verzauberte Schuhe an? Weil mir ist so, als ob mir letztens Schuh hat mit Federfall. Nee, ich habe keine verzauberten Schuhe an und mir fällt gerade auf, dass meine Eisenrüstung komplett am Arsch ist. Ich sollte mir vielleicht Nimm. irgendwie mal eine neue machen, aber dazu habe ich jetzt nicht gerade die Lust und nicht die Ressourcen. So, hier hinter. Eins, eins, zwei, drei bleiben frei. Natürlich an der tiefsten Stelle kommt wieder ein Pfahl hin. Wer hätte es gedacht? Ich bin ja überlegen, ob ich mein. Ja, ich baue mein Feld so. Hauptsache, da unten sieht es dann nicht so aus wie bei Hempels unterm Sofa, sondern dass du die Farm auch ein bisschen ausschmückst, auf gut Deutsch Ja, gesagt. ich kann schön bauen. Ja, dann stell's doch in diesem wunderschönen Projekt unter Beweis. Beweis. Ich werde es nicht in einer Folge schaffen. Die Farm wird 14 mal 20 vielleicht. Oder Ja, 20 mal 20. ich habe ja auch nicht von dir verlangt, dass du das alles in der Folge jetzt hier schaffst.
Und 20 Minuten heißt es, mach mal hin. Ich nutze mal dein Crafting Table. Du hast doch einen eigenen bei dir da oben zu stehen. Ich weiß, aber da will ich nicht hochlaufen. Was glaubst du denn, warum ich gerade diese dumme Brücke von hier aus baue? So. Wäre es einfach, wenn du Nee, dich nee, vielleicht nee, nee. unten auf der freien Fläche hinstellst, wo auch dein Feld ist? Nur so rein intelligenter nachdenkshalber? Nee, mach ich jetzt nicht. Ich mach mal alle Türen von dir auf und dann. Es wäre wirklich nett, wenn du die vielleicht zulässt, weil mir das vorhin schon passiert, dass mir ein Creeper reingelaufen ist. Wir haben es nicht Nacht, also können Creeper gerade nicht spawnen. Creeper spawnen auch tagsüber in Höhlen, weil hier in der Nähe zwei sind. Ja, aber die sind zu faul zum rausgehen. Unter 1 Million Creeper nur. Alter. Es gibt unter 1 Million Creeper nur ungefähr Was ist zwei ein Sturm? motivierte. Jetzt hören wir mal zu. Es gibt unter 1 Million. 1 Million Zwei Wochen hören motivierte. zu. Erst wenn du mir zuhörst. Es gibt unter 1 Million Creeper. Nur zwei motivierte Creeper. Und du erwischst natürlich immer die motivierten. Das ist Darf ich es nochmal so. kurz anmerken, dass es drei Creeper waren? Das ist so eine ganz schlechte Angewohnheit von dir. Dass du immer die gut motivierten Creeper anziehst. Das ist mein nicht vorhandener Schar. Was ist denn mit mir los? So, zack, zack. Ist das. Nutze ich überhaupt Birke? Ja, das ist Birke. Irkus ist helle Holz. Naja, ich bin nur wegen dem Regen etwas irritiert. Ich liebe Regen. Nee, ich Nein, hasse das ist Regen. kein Fetisch. Och, das ist so ein Scheißbaum. Scheißbaum. Eine schlechte Entscheidung. Ist keine schlechte Entscheidung, ist eine sehr gute Noch Entscheidung. viel lernen, du musst, junger Padawan. Am Arsch, du lecken, wie kannst. Nee, darauf verzichten, ich kann. Darauf verzichten, du nicht willst. Guck mal, du hast selbst eine Tür offen gelassen. Was bist du für Ja, ein weil ich da schlechter auch gleich Mensch? wieder rausgehe. Was bist du für ein schlechter Mönch? Mönch. Mönch. Mulch? Was, Mulch? Ich bin ein Mulch. Ja, du bist Mulch. Mulch. Es geht halt, glaube ich. Verzinkten Weiden? Verzinkten Zweigen. Was, verzinkten Zweigen? Verzwickten Zweigen. Verzweigten Zweigen. Ja, danke. Ich habe die ganze Zeit nicht das Wort gefunden. Ja, schlimm. Ich weiß. Leg dir mal bessere Sprachkenntnisse zu hier. Das ist doch alles Kokolores. Ui. Jetzt baue ich hier im Ah. strömenden Regen, ey. Das gibt's doch nicht. Im strömenden Gewitter. Regen. Ich fahre mal ein bisschen Erfahrungspunkte. Mach das. Mir ist gerade Mach ich vollkommen auch. wurscht, was du machst. Aber ich glaube, Miep, miep. wenn ich die Brücke ein bisschen mit Stein ausschmücke, dann sieht das alles ganz schnieke aus. Geht das? Was? Bitte. Bitte. Ah, hilf mir, bitte, 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 Was bitte. denn? Hier war ein Skelett, verdammt, ein Blitz eingeschlagen. Es sind da fünf Skelettreiter. Alle mit verzauberten Bögen. Mach die Türen zu. Ja, du Bitte. kommst schon gut damit klar. Die haben verzauberte Rüstung voll. Ja, ich sag doch, du kommst damit gut klar. Wo sind die? Guck mal, die. Oh Gott. Oh mein Komm Gott. her. Huh. Diesmal vertraue ich in dich. Ja, das Problem ist, die scheiß Pferde haben mehr Leben als die Dreckskelette. Mach wie du denkst. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, habe ich vorhin eigentlich schon gesagt, dass ich Hilfe brauche, aber ist alles super. Okay. Ich baue mir einfach ganz kurz einen kleinen Unterschlupf. Du hast doch ein Haus. Ja, ich meine aber so einen kleinen Vorteil, dass ich hier die Viecher anlocken kann. So. Ich will ja jetzt klatschen, ne? Kommt ihr auch mal? Hallo? Okay, da fehlt definitiv noch was. Geil. Oh, was hast du noch? Was aber der Goldrüstung? Aber ich habe gerade Kettenrüstung bekommen. Kettenrüstung. Ja, eine Brustplatte. Ah, ich merke gerade hier, wenn ich. Ja, da mache ich einfach Stein ran, dann noch ein hübsches Geländer links und rechts. Mal gucken. Ui!
Sag mal, hast du Essen? Nee, ich sag grad gar nichts. Ja, Huh, habe ich, Baby aber Zombie. ich kann dir gerade nicht helfen. Ich bin gerade immer noch mit dem Skelett beschäftigt. Skeletten. Ah, ich habe ein größeres Problem. Baby Zombie. Ich habe hier immer noch vier Reiterskelette. Jetzt ist nur noch eins. Du hast das sicherlich Essen in den Truhen, ne? Warte, bevor du dir was rausnimmst. Ich habe nämlich spezielles Fleisch, was ich brauche, das auch schon gebraten ist. Nee, ich nehme nur bisschen Und Brot kannst dir raus. von den. Ja, und nimmst du ein bisschen Brot. Hä, hast du schon alle drei Steaks aufgefuttert? Ich hatte nur einen Stack. Achso. Ach, stimmt, wir haben ja geteilt. Kommt doch Ja, klar. kannst dir da auch ein Naja. bisschen Fleisch dran bedienen, wenn du möchtest. Nee, erstmal brauche ich nur. Was will ich denn? Ich brauche doch Eichenholz. Ja. Wieso habe ich eigentlich all mein gefarmtes Eichenholz schon wieder Wie viel Brot hast du rausgenommen? in Plankenland-Stack? Ganzes Steak. Ja. Ich habe selber nur noch 11 Brot. Digga, du hast doch genug Fleisch. Oder? Guck mal, du hast da 30 Steak, Junge. Heul Ja, mal nicht na rum. dann. Ja, habe ich. Ja, deswegen farm ich ja mein eigenes gerade. Oh, das kann. Oh, Oh mein Gott. Wisst ihr? Ist das bei dir auch die Skelette? Nee, nicht Skelette, aber. Ah, schade. Wisst ihr, hier, so ganz normal, man würde nichts Böses denken. Da sind Eichenbäume, die ich gerade fällen wollte, und fall hier fast halb in so eine Schlucht rein. Oh, Junge. Ich hätte noch fast zwei ganze Stacks Bomben. Dann gib mir das mal. Ich kann dir gerne einen Stack davon hier vor meiner Tür schmeißen. Mach das. Dann kann ich Bitte. mir hier Eichenholz ein bisschen zusammenkratzen. Ein Stack. Oh, Bohnenmehl, danke. Gerne. Oh, nee, das ist so ein fetter Baum. Natürlich. Natürlich, was musste kommen, so ein fettes Teil. Jetzt kann ich den Scheiß hier nicht einsammeln. Entschuldigung für den Ausdruck. Knochen. Kommst aber noch klar, oder? Ja, ich komme klar, vor allem weil ich hier nur große Bäume kriege. Na dann. Von ganzen wertvollen Sachen nehme ich immer in eine Kiste rein. Das ist doch nicht wahr. Das entferne ich irgendwann anders. Jetzt schwebt er erstmal ein bisschen Eichendreck oben rum. Schönen danke. Steht ja auch nur bei mir auf dem Grundstück. Ja, bitte sehr, du hast es mir angeboten. Musst auch damit leben. Psst. Hör auf zu stöhnen. Oder schwer auszuatmen, je nachdem, was dir lieber ist. Wir haben zwei Dreizacke. Dreizacke. Zwei Dreizack. Ich kenne die Mehrzahl nicht von Dreizack. Alter, Dinger sind nur eigentlich sau selten. Wir haben Nee. einfach zwei davon. Natürlich sind Ich sie habe zwei selten. davon. Ja, es geht. Einer ist fast voll, der andere ist fast kaputt. Freut mich. Mich So, hier auch. ist noch eine Eiche. Ich habe Birkenholz jetzt hier genommen aus. Doch, das. Digga, diese Eichenbäume wollen mich verarschen. Schon wieder so einen großen. Ja. Wisst ihr, Birke gibt's nicht in so einem Großformat, aber Eiche. Natürlich Eiche. Ja, Birke gibt es in Tiefformat. Birke gibt es wenigstens im abbaubaren Format. So habe ich noch, ja, habe ich. Nein, jetzt habe ich Gras gepflanzt. Vor meiner Haustür? Ja. Oh, Mit das bleibt Blumen da. sogar. Ja, Oh, mit. aber nicht die Art von Gras. Ach so, schon. Ja, Naja, ich dann muss dich weg. da enttäuschen. Liegt's an. Kommt es vor an den Teppich drauf an, wie viel Lagerplatz das Lama hat? Oder Alpaka? Nee, ich glaube, das kommt auf das Alpaka auch an. Also, bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, das kommt aufs Alpaka an. Okay, weil meins hat sechs weitere Lagerplätze. Ich habe das einen Reisenden abgezogen. Mit anderen Worten, ich habe den Typen abgenatzt, dann haben sich die Lamas gegenseitig angeklatscht und ja. Sag doch, dass hier ein Reisender unterwegs ist, ey. Dann hätte ich mit dem vielleicht ein bisschen handeln können. Nee, der hatte wirklich nur Scheiße. Ja, sag mir doch wenigstens Bescheid. Oh, nein! Ja, der wurde ja auch schon angegriffen. Der hatte Ich hasse. Holy! Rotbeetsamen, Kaktus, Weizen, diesen komischen Sand.
Also hier, Mann, wie heißt er denn? Der harte Sand hier. Sandstein, die Ja. komische Erde und ja. Das war's. Ja. Das. Ach, Okay. Warframe ist das denn? Das Beste, was er halt hatte, war dieser Dings der Kopf. Kaktus für, aber auch dafür ein für. Ich glaube, das waren Für eine ein Menge. Emerald für 5 Kaktus. Endlich, dieser dumme Regen ist weg. Nee, ich brauche keinen Kompass. Hätte ich dir auch nicht geraten. Der kostet 4 Eisen. Jetzt ist mir schon wieder die Eiche ausgegangen. Das ist doch nie wahr. Ah, und der ist fast fertig auch, Mann. Also nicht fertig, aber er ist fast verbindungsfähig. Fast benutzbar. Er ist benutzbar, aber halt noch nicht wirklich Game begehbar. Crash. Ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Zusammenbrüche vom Spiel. Hofft, das verbessert sich. Ja, hoffe ich auch. Ich hoffe generell, dass sich viele Dinge hier verbessern. Neben der. Nee, Quatsch. Neben deinem. Ja, neben deinen Zusammenbrüchen natürlich auch die Audio etwas. Da muss ich allerdings sagen, es ist etwas Tolles unterwegs, was ich mir bestellt habe, was die Audio verbessern sollte. Zack, zack, zack. Mann. Danke. So, dann knall ich das hier jetzt auch noch weg. Könntest du mir mal kurz schnell eine Axt machen oder hast du was zu tun? Was für eine Axt? Ist egal. Ja, kann ich durchaus tun. Hab irgendwo kurz. Hoch hier. Ich glaube, ich wollte da hinten eins höher bauen. Das habe ich irgendwie verkackt. Danke. Jupp. So, ein Brot reinpfeifen. So, jetzt muss man da hoch. Ich glaube, ich habe da eine Ebene irgendwie ausgelassen. Mal gucken, wie ich das da gehandelt habe. Gehandelt. Wollte ich hier eins hochgehen? Ja, ich glaube, ich wollte hier eins hochgehen. Hast irgendwas von hochgehen gefaselt? Ja, deswegen glaube ich, muss ich hier nochmal kurz ein bisschen Holz einreißen. So, dann Wie es kommt nicht hier anders sein kann, nämlich kommt bei mir immer eine Müllkiste hin. eine Müllkiste, ja. Die brauche ich auch Irgendwann gibt es irgendwann immer bei mal. mir eine Müllkiste. Für einfach dreckige Items. Schmutziges Sachen. So, dann brauche ich jetzt noch einen nach vorn. Oder? Weiß ich nicht. Na, ich weiß nicht, wegen dieser blöden Ebene. Ich glaube, einen nach vorne, den setze ich aber höher. Zack, zack, zack. Versuche mal unten so eine ganz kleine Oase irgendwie hinzupfeffern. Mir fällt auf, dass ich sehr viel Zeit an der Oberfläche verbringe. Normalerweise würde ich in sehr vielen Parts eigentlich unterirdisch arbeiten, aber das wollte ich mir jetzt nicht antun. Na, jetzt habe ich wieder vergessen, hier Platz zu lassen. Holy. Präsentiertür, die Tür und ein Dreck. Hoffentlich reicht das. Reicht es? Ja. Weiß ich nicht. Es reicht. Es muss rechnen. Jetzt habe ich wieder keine Treppen. Ich liebe es. Aha, schon beschriftet. Sehr fortschrittlich in Sachen Hausbau. Ich habe noch nicht mal angefangen, irgendwelche Wände zu ziehen. Meine Kisten sind bis hier erst, deswegen sieht es ja auch noch ein bisschen scheiße aus. Ich baue einen unterirdischen noch hin. Warte mal, Das, ja. das stört mich ja die ganze Zeit, die Türen offen zu sind. Ich packe hier mal in hier Druckplatten. Dings hin. Genau. Ka, ich konnte schon denken, was du sagst. Nervst mich langsam ein bisschen. Womit mit den Türen? Nö, nö. Mit anderen Sachen. Oh Wie du auf nee, die jetzt. Idee kommst, das ist ja. Ach Mann, jetzt fehlt wieder Eiche.
Ach Mann, okay. Im nächsten Part muss ich mir irgendwie mehr Eichenholz suchen. Ach Menno. Ich kann ja auch mein Feld warten lassen und baue meine unterirdische Baumfarm erstmal voran. Nee.